Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am. Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle. Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Das hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hier. Es gab hier Strom dort. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh Mann! Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen... Die Grafik schon Knaller mit dem Regeneffekt. Wir kommen klar. Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann. Mach's gut. Ja, was ist es? Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und ich mal was. Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass ich es mit diesen Turbinen versuche. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Sag dir, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Vielleicht hat sie gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Sachen und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Gib es auf. Die Turbine kannst du nicht retten. Oh, das wird schon. Ich werde jetzt nicht mehr aufgeben. Du bist nur so gut. Ja, Joe, und Tommy. Oh. Hier spricht sich immer alles schnell rum. Anscheinend. Ist denn schon etwas?
Der Erwachsene bewacht die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Passierte kommen trotzdem. Wohin nicht? Aber da ist es. Vielleicht muss das nicht sein. Kleiner? Ja? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist ein Freund. Ja, aber warum? Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdoppel. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Okay, dann an die Arbeit. Das ist gut. Wer nach links? Vorsicht! Okay, das ist gut. Absenken, langsam. Siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir.
Gruppe seid ihr hier? Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll's? Sie ist irgendwie zu den Feiern. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang, Herr Gott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Boah, 3 Kilo Nutella. Du willst Ausrüstung? Klar. Frittierte Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich, so siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bänder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Immer wenn ich sauer auf meine Frau bin, zeigt sie auf ihren Edelstuhlring und flüstert leise für immer. Könnte ich ausflippen. Nein!
sind. Aber doof, sag ich. Thank you.
Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Oh Mann, sie kam aus einer Richtung, in Maria schrieb, wir müssen weg. Und dann sind wir die Tische und der Riesen schießt nicht vor. Ich bin ganz gut gehört für... Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ab. Worüber sprechen wir denn? Hat das was mit dir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade gesehen. Geh wieder rein. Hilf dir dann einander aufzumachen. Okay. Da, da sind Spuren. Ja. Gehen wir. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Na los. Da. Spuren. Okay, gut. Oh,
geh ran. Okay, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus. Ja, freut der Wölfer sich. Gib mir Deckung. Kratzig am Bauch. Das ist ein Loch im Schädel gehauen. Guck dir das mal an. Sogar Gehirn sehen, Alter. Das ist immer der. Das waren alle. Komm, zu den Pferden. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Thank you.
Ah, Irish kenne ich so. In Irish zieht sie im zweiten Teil kennt sich aus. Da gibt's ja nicht so viel Zusammenhänge. Okay, na los, na los. Vorsicht! Vorsicht! Ellie? 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 Oh Gott. Ich halte dich. Ach ja, ist auch noch scheiße hier. Kacke mit Senf ist das. Echt, warum? Hm, komm, einen du noch, eigentlich noch. Gerne. Hm? Ach so, ich dachte, du meinst eine Tüte. Ist du mal ruhig. Warum sehen die alle so komisch aus, die Häuser? Alles schon kaputt. Das ist ja so eine Zombie-Epidemie, da wohnt ja keiner mehr, die sind verfallen. Das ist doch schon lange her. Gut. Hey, warst du da schon? Wo ist die denn jetzt? Zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Na? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gesetz besser als... Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme kurz... Wie viele Beinahunfälle hatten wir? Na, jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht... Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicher bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Ich bin nicht dein Dad. Jetzt. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein.
Da sind schon welche da. Tayana schreibt, haben wieder, braucht ihr? Können wir, du bist. Okay, alles sauber. Gehen wir raus zu den Pferden. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Was ist es? Heute machen wir ein Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende, Universität von Ost Colorado. Die Big Horns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde das gerne behalten. Tommy! Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns doch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Kannst nicht verfehlen. Gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los.
Mal sehen, ob ich es jetzt habe. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Teil. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder der erste Angriff? First down, genau. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Sollten wir den Campus überbrücken. Ja. Gehen wir. Oh, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest nur mir sagen können, wie er heißt. Kalle? Was ist das? Kalle? Mhm. Hier war mal ein Ausgang. Ein gutes Zeichen. Was haben wir denn? Thank you.
wenn du wieder da bist. Wieso, du kannst sie doch jetzt schon eben andrehen. Oh, ey, ja, Mann, eben da so. Sehr schön. Na, geht eigentlich. Ja, du bist ja immer noch hier, du dicker Hund. Du bist ja schon hier geschissen. Kleine Mistsau. Ja? Kleine Mistsau, du. Ja, lernen, feiern, sich selbst herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von dem Leben wollen? Langsam her. Ein Riesenbilder. Das hat ja schon bisschen was von Religion. Zum Sport gehen? Na klar. Ja. Boah, ist mir kalt. Gehen wir. Ja, dann hole ich uns mal unsere Medizin, wa? Das klingt wie bei einem Junkie so ein bisschen, ne? Ich hasse den Namen. Ich auch. Ja, du gehst auch. Ich bin auch müde. Keine Ahnung. Kaputt müde. Aua. Jetzt ist die Betäubung ganz raus. So, ich fahr mal eben, ne? Jo, mein Schatz. Wenn die wiederkommen, ne? Die haben geduscht. Kein Saft. Das ist die Tatsache, dass man immer nie so wirklich weiß. Du hast deine Flammenwerfer nicht.
war das?